Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich habe beschlossen, zwischen diesem letzten Part, ich war übrigens ein wenig unterwegs. Guck mal, wir haben vollen Elektroschutz durch die Topaz-Ohrringe und diese die Rüstung. Naja, ich habe beschlossen, dass wir hier das Medora-Herz machen wir erstmal. So. Da wird sie dort markieren. Na egal. Okay. Wir wissen aber, wo in der Wüste das ist. Wir brauchen nur noch eine Sandrobbe. Und eventuell die Schleichrüstung. Das war Eingriff Wissenschaft. Und oh, guck mal, da kommt noch ein Schrein hin irgendwann. Für die Mission. Sandrobben rennen. Hey, komm her, komm her, komm her. Ich bin gerade ernsthaft die Sandtruppe verloren. Na egal. Momentchen mal! Das Ding ist ein uraltes Artefakt, das nur der wahre Champion in die Hand nehmen darf. Also Finger weg! Okay. Genau. Das ist die Richtung, in die wir müssen. Und dann werden wir jetzt mal ausnahmsweise rüber die Sturm verwenden und hier durch die Wüste fliegen. Denn ich habe keine Lust, nochmal uns an der Sandprobe anzuschleichen. Ja. Ich habe bereits über eine Stunde gestreamt heute, mal wieder. Aber tatsächlich eine Aufnahme, die sonst eh gekommen wäre oder so. Ja. Ne? Das hat sich auch gerade extremst gelohnt hier mit Rivalis Sturm. Das möchte ich dann so schön nochmal sagen. Ja. Genau. Wir machen jetzt nur das Moldora-Herz und danach geht's direkt zur Mission, die Sandstiefel zu finden. Weil der Rest alles ein bisschen dezent sehr aufwendig ist. Was soll's? Es beginnt wieder Tag zu werden. Das ist, wir können das hier machen. Das ist mein Handy. Ja, ich muss unbedingt mal hier versuchen. Übrigens mal wieder Daroks Schirm aktivieren. Der ist hierbei. Keine doofe Idee. So. Oh, guck mal, Zitterfrüchte. Thank you.
schon zweimal Darok's Schirm verschwinden. Da ist der Moldora. Wow. Okay, wir haben doch noch irgendwas Röstmäßiges garantiert hier, was ich futtern kann. Nur Röstvorräte, zack. Ich würde es den gerne mit dem Masterschwertstrahlen angreifen. Cool, der Moldora ist weg, oder was? Oder wie? Locken wir ihn an. Okay, komm, greif mich an. Sind doch mal das Mögliche und jeden angreifen oder nicht, die Dinger. Was ist da drin? 50 Rubine. Wow. Komm her. Ja, wir brauchen irgendwas gegen die Hitze. Haben wir Hitzemedizin? Nein, natürlich nicht. Und hier haben wir auch nichts gegen die Hitze drin. Setz mich angreifen. Hallo? Kannst du mich bitte? Okay, wait, wir haben noch. Das Ding reagiert empfindlich auf Sprengzeugs. Okay, wir haben es fast besiegt. Okay, das klatscht nice. Wir müssen uns jetzt gleich mal das Wüstenzeug holen. Yes, ein Moldora-Herz haben wir erhalten. Ein Königszweihänder. Lala, und noch ein Moldora-Herz. Und ein Mondsäbel mit 2 vom Haltbarkeitsplus. Brauchen wir beides nicht. Okay, wir können gleich in die Stadt zurück und der Lady ihr Moldora Herz geben. Wir müssen aber kurz hier das bisschen Outfit kaufen. Ich hoffe, vielleicht nur das Wasser räumen sollen, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Na egal. Wir sehen, wir haben bereits 35 Crocs, yay!
Woohoo. Das war sehr teuer, dieses Set mit dem Hitzeschutz, aber naja. So was brauchen wir in der Wüste leider. Unser Lavaschutzding funktioniert da ironischerweise nicht. Ich glaube, das ging vor im Update sogar, was ja auch irgendwie Sinn gemacht hat. Wüstenstirnschutz. Ja. Brumm. Sag, sag. Du wirst sicher deine Freude damit haben. 1300, ja. Sarg, sarg, das steht hier super. Ja, und das gleich das ganze Set holen. Ah, oh, du hast alles gekauft. Sarg, sarg. Ja, klar, vielleicht bekommen wir jetzt was Neues rein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wir haben es jetzt. Ja, okay, nee, das hat nicht den. Ah, wenn ich alle trage, habe ich tatsächlich einen Hitzeschutzbonus. Und wenn ich das hier voll habe, aber quasi immun. Gut zu wissen. Alright. So. Wenn vermutlich nicht das ganze Set gebraucht, sondern eher nur zwei Stück, aber egal. Oh ja, das war. Revalis Sturm ist bereit. Nice. Savak. Savak, ah, du bist es. Mein Mann ist der einzige Boy, der je gesagt hat, dass ich schön bin. Ich würde alles tun, um ihm ein Moldora-Herz zu besorgen. Aber ich bin einfach nicht stark genug. Ja. Bitteschön. Das. Das ist ja ein Moldora-Herz. Kann ich das wirklich haben? Sarg, sarg. Das ist das Einzige, was ich dir zum Dank geben kann. Bitte nimm es an. 300 Rubine. Ja, na gut. Ich kann hier nur den Schniff. Das Moldora-Herz. Geschafft. Jetzt, ja, das müssen wir auch noch irgendwann mal machen. Stell am Fluss, Stell am Fluss, Stell der Rücken, auf der sowas, Wüstenbasar, Gerudo-Wüste. Die achte Kriegerin. Der Gerudo-Hochebene geben. Und in der Gerudo-Stadt soll es jemanden geben, der sich damit auskennt. Sabat. Sabak, was gibt es denn? Ich unterhalte mich ja gern mit dir, aber ich erinnere mich nicht daran, Bekannte unter den Hadianern zu haben. Da ich mein Leben lang im Palast gedient habe, habe ich die Stadt nie verlassen, weißt du? Und jetzt, da Bila erwachsen ist und ich dachte, ich kann mich etwas zurücknehmen. Gerade jetzt muss natürlich so etwas passieren. Wie dem auch sei, ich befinde mich im Ruhestand, also gibt es nicht viel, das ich tun kann. Was ist denn passiert? Vor kurzem sind Banditen in den Palast eingedrungen und haben den Schatz der Gerudo, den Donnerhelm, entwendet. Schlimm genug, dass es Banditen einfach so gelingt, in den Palast einzubrechen.
Aber dann stellen Sie noch den Schatz. Wenn ich noch im Dienst wäre, würden die Wachen die 100 Strafen der Gerudo-Wüste erleiden. Und dann müssten Sie nochmal ganz unten anfangen mit der Grundausbildung, wie neue Rekrutinnen. Cool. Okay, du wusstest nicht, dass ich mit der Ringen auskenne. Wir können jetzt hier natürlich Ewigkeiten suchen. Was ist? War die ganze Zeit dort? Und ich wundere mich noch, dass der Rasensturm an der Stelle nie nachgelassen hat. Was? Was will denn eine helianische Wahl wie du denn hier? Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Archäologin und untersuche die alten Schriften, die ich gefunden habe. Und ich habe sie entschlüsselt. Naja, nicht ganz, aber das ist eine Frage der Zeit. Und dann werde ich mir einen Namen als Archäologin machen. Oh, dass wir uns hier treffen, muss ein Wink des Schicksals sein. Ich kann dir also bedrückt von meinen Forschungen erzählen. Und so alles, jedes Detail, na, willst du es oder natürlich willst du? Ja, klar, meine arme Stimme. An den Ausläufern der Gerudo-Bildung. Das war kein Wort. An den Ausläufern der Gerudo-Wüste östlich dieser Stadt befindet sich ein Tempel. Er ist der riesigen Statuen der 7 Kriegerinnen geweiht, die von den Gerudo als Beschützer verehrt werden. Die Geister der 7 weisen den Weg. Ihnen obliegt es, Zugang zu gewähren. Zur Heldenprüfung. So steht es in den Schriften, die in diesem Tempel gefunden wurden. Es heißt, aus allen Teilen der Welt seien Abenteurer gekommen, um die Kraft des Helden zu suchen. Aber soweit ich den Text hier verstehe, hat bis jetzt noch niemand die Prüfung bestanden. Ich bin ja auch der Held. Also, was es damit auf sich hat, finde ich sicher auch noch heraus, wenn ich den Text weiter studiere. Und ich bin mir nicht sicher, aber die Kriegerinnen besaßen eine Kraft, die Teil einer größeren Kraft war. Diese Kräfte waren Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Aber für mich sehen sie alle gleich aus. Ich kann nicht mehr lange dauern, bis die Schriften vollständig verstanden habe. Allerdings ist der Titan viel aktiver in letzter Zeit und stört meine Forschung. Dabei bin ich so nah dran. Okay. Es scheint also, dass sie uns, sobald wir die Mission für sie erledigt haben und den Titan beruhigt haben, uns mit dem anderen Ding helfen kann. Das markieren wir uns mal mit irgendwas. Das Haus von ihr. Mit irgendwas Hilfreichem. Barduststrecke. Versag. Bist du eine Heilianerin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es noch nicht für unseren Laden reicht. Wir verwenden ein ganz besonderes Eis. Am besten kommst du wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Was für ein besonderes Eis? Wir beziehen unser Eis aus dem königlichen Eiskeller. Deshalb kühlt es unsere Getränke nicht nur, sondern veredelt zusätzlich noch den Geschmack. Aber du siehst mir auch etwas jung aus, um in unseren Laden zu kommen. Was empfiehlst du? Oh. Unsere Spezialität ist der Cocktail Vai Velvoi. Die meisten Vai kommen deswegen hierher. Er ist süß und ganz leicht salzig, genau wie die Liebe. Aber du siehst mir auch etwas zu jung aus, um in unseren Laden zu kommen. Ciao. Mm. Da fällt mir auf. Poki macht sich in letzter Zeit rar. Früher kam sie fast jeden Abend hierher, um einen Vai Velvoi zu trinken. Oh, Entschuldigung, mit dir hat das alles natürlich nichts zu tun. Ich kann nicht mehr, ich habe jetzt schon 1,5 Stunden gestreamt. Meine Stimme ist die letzten Tage sowieso super angegriffen, seit einer Woche oder so. Ja, hier kann man sich aus irgendwelchen Gründen das Damen-Ausrüstungszweck nochmal kaufen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber naja. Wir ein bisschen weiter erkunden. Beim nächsten Mal. Ja, aber es dauert noch, bis wir den Titan machen. Der kommt erst in 30 Parts oder so ran, also.
Irgendwas müssen wir in der Zeit noch machen. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Hier gibt es ordentlich viel zu tun. Außerdem müssen wir noch sowieso Zeugs in der Geruhe-Hochebene abholen. Die Siebenkriegerin. Ja, der Tempel ist den Siebenkriegerinnen geweiht. Ha, dann wird die Achte ja wohl auch irgendwo da in der Nähe sein. Das war der. Da hinzukommen war echt eine Qual in meinem ersten Durchspielen. Gut, dass wir das Zeug mitgenommen haben. Okay, Idee. Foto, auf die man den Oberkörper sieht. Beziehungsweise man muss halt Metallkugeln reinlegen. Okay, das ist eine komische Stelle. Sehr faszinierend, aber ich würde sagen, das ist ein Oberkörper. Passt schon. Denke ich mal. Es muss einen Grund geben, warum man hier hoch kann. Vermutlich, um das Symbol da zu sehen. Ja, ich glaube, man muss die Kugeln den richtigen Symbolen zuweisen. Das dauert. Oh ja, das dauert. Das schaffen wir dieses Mal nicht mehr. Ja, ich sehe hier in der Nähe aber auch leider
Nichts, was auf eine 8 hindeutet. Heißt, wir müssen noch mehr ins Hochland. Boom. Hoch geschafft. Ja. Ach du Junge. Okay, hier war nicht Sturm. Ja! Die Schneestiefel kühlen. Geben einem keinen Kälteschutz. Interessant. So. Okay. Das müssen wir irgendwie nochmal anders versuchen. Wildbeeren mal 2. So. Bis was dann mache ich? Ich spreche jetzt hier auch noch mal oben mit dem Wadisturm. Und dann lade ich die vom nächsten Part nochmal wieder auf die Fähigkeiten. Double Luxus Bild, nice. Und ja, dann würde ich sagen, geht's am nächsten Part also still weiter und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Möge die Macht mit euch sein. Lasst eine Wertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.